Donnerstag, der 26. April 2018, Medienabend bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Begrüßung durch den IHK-Präsidenten Klaus Olbricht. Raten Sie doch einmal, mit welchen Worten ich Sie im vergangenen Jahr an dieser Stelle begrüßt habe. Hat da jemand eine Idee von Ihnen, meine Damen und Herren? Offensichtlich nicht, dann zitiere ich mich mal. Willkommen in der Landeshauptstadt Magdeburg. Das ist wieder einmal, oder die ist wieder einmal im Fußball-Ausnahmezustand. Zitat Ende. Fußball-Ausnahmezustand, ein immer wieder schönes Thema in dieser Jahreszeit, oder? Um es mit den Worten der Einwohner dieser schönen Landeshauptstadt zu sagen, Magdeburg ist aufgestiegen. Um Fußball sollte es an diesem Abend in der IHK nicht gehen, wohl aber um Tradition. Und auch nicht um den Magdeburger Traditionsclub, sondern um die nunmehr 15. Auflage der Verleihung des Journalisten-Nachwuchspreises Sachsen-Anhalt. Den verleiht die IHK Magdeburg jährlich zusammen mit dem Deutschen Journalistenverband Sachsen-Anhalt und mit einer starken Motivation. Also wir machen das sehr, sehr gerne mit den jungen Journalisten, muss ich sagen. Denn Journalismus ist auch ein Teil der Wirtschaft. Da wird auch was, da entsteht das was, was man von vielen Menschen benötigen oder gebrauchen kann. Wie gesagt, ist ein Wirtschaftsteil und wir möchten gerne junge Talente fördern, denn guter Journalismus ist in unserer Zeit sehr, sehr rar und da möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass dieser gute Journalismus gefördert wird. In den drei Kategorien Print, TV-Radio und Multimedia wurden Beiträge junger Autoren und Teams ausgezeichnet, die sich mit wirtschaftlichen, sozialen oder gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Bewertet wurden die Einreichungen von einer Expertenjury aus erfahrenen Medienschaffenden. Die hatten für die 2017er Auflage des Preises 20 Einsendungen aus allen drei Bereichen zu sichten und zu bewerten und hatten dabei die Qual der Wahl. Erstmalig erfolgte an diesem Abend eine lobende Erwähnung. Und ich habe aber vor allem mit viel Witz sehr viel durch diesen Text gelernt über eine Welt, die meiner eigenen Lebensrealität eigentlich sehr fremd ist. Willkommen in der Welt des Schmerzes ist Titel und Credo des Beitrags von Lukas Matzinger, dem ich herzlich für diese gelungene Leistung gratuliere. Der Sieger in der Kategorie TV-Radio stellt die Frage, wer für die aktuell schlechte Situation bei den Lehrkräften im Land verantwortlich ist. Also müssen wir uns doch die Frage stellen, wer hat hier eigentlich seine Hausaufgaben nicht gemacht? Genau das hat der Reporter getan. Er hat Verantwortung, wie beispielsweise die Sparzange des Finanzministers, konkret benannt. Und dafür wird er heute ausgezeichnet. Das Bildungsthema ist ein allgegenwärtiges Thema in der öffentlichen Debatte. Trotzdem hat Julian Kant seinen ganz eigenen Zugang gefunden. Also meine Freundin ist Lehrerin und bei ihr an der Schule war schon das Problem, dass irgendwie nach und nach immer mehr Lehrer aufhörten und auch irgendwie Lehrer an andere Schulen wechselten. Und da habe ich gemerkt, das ist ein total spannendes Thema, ein sehr akutes Thema. Und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also aus dem Kontext kommt das. Es ist eine private Geschichte, aber sie hat natürlich eine hohe auch gesellschaftliche Tragweite und deswegen war es eben auch ein Film wert. Der Preis in der Kategorie Web ging an die Volontäre der Mitteldeutschen Zeitung für ihren Bundestagswahlkalender. Er steht für den Versuch, den potenziellen Wählern und Nichtwählern politische Inhalte etwas näher zu bringen, teils auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Und lächeln. So, okay. Im Bereich Print ging der Journalistennachwuchspreis Sachsen-Anhalt 2017 an Marilena Berlan von der Altmarkt-Zeitung. Sie hatte mit ihrer Artikelserie »Die letzten Zeitzeugen« einen ergreifenden und eindringlichen Einblick in die Erinnerungen der Gardelegender gegeben, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges Zeugen der Tötung von über 1000 Häftlingen in der Altmarktstadt geworden sind. Wie sie zu dieser Serie gekommen ist, zeigt, wie viele Geschichten uns eigentlich im Alltag umgeben. Es wird ja jedes Jahr am 13. April in Gardelegen findet ja die Gedenkfeier statt. Und es gab im Vorfeld, gibt es immer mal wieder Veranstaltungen, wo eben die Zeitzeugen oder einige der Zeitzeugen einiges dazu erzählt haben, ihre Erinnerungen berichtet haben. Und ich habe dann einfach Kontakt aufgenommen mit den Menschen
zumindest mit einigen, nicht mit allen. Und so kam das dann letztendlich. Also das war eine ganz spontane Idee und die wurde dann auch umgesetzt. Die Geschichte am Leben erhalten ist ebenso traditionelle Arbeit eines Journalisten, wie es Tradition der IHK ist, sie beim Medienabend dafür auszuzeichnen. Und ebenso traditionell, wenn auch viel lockerer, ist das legendäre Altmark-Spargelbuffet zum Abschluss des Abends. Viel Tradition, die auch im nächsten Jahr fortgeführt wird.